Herzlich willkommen zum Marktausblick hier bei Handelstag 24. Seit zwei Wochen wirkt der Euro zum US-Dollar so ein bisschen wie angenagelt. Seitwärtsphase, das ist das Thema. Dennoch auf Wochenbasis minus 0,76%, Freitag alleine minus 0,11%, Schlusskurs 1,1052. An Themen mangelt es nicht. Die Brexit-History wird in den Medien noch weiter gesponnen, aber offensichtlich mangelt es den Anlegern an Impulsen. Und in diesen Phasen macht es durchaus Sinn, mal auf die größeren Zeiteinheiten zu schauen, um zu sehen, welche charttechnischen Marken denn jetzt durchaus relevant werden könnten. Schauen wir zunächst mal in den Wochenchart. Und wir sehen hier, dass wir übergeordnet in einer Seitwärtsphase eh schon unterwegs sind. Also eine Bodenbildungsphase haben seit dem Tief hier aus März 2015 bei 1,0462 die Versuche, diese Bodenbildung nach oben heraus zu bestätigen im Bereich 1,1364. 1,1534 auch schon vor dem Brexit mehrfach gescheitert, der Euro dann wieder unter Druck geraten. Jetzt momentan verlaufen wir hier an der ersten Unterstützung mal bei 1,1007. Sollten wir hier per Wochenschlusskursbasis nachhaltig nach unten durchlaufen, dann durchaus möglich, dass wir das Tief bei 1,0710 entsprechend nochmal anlaufen. Richtig interessant wird es jetzt allerdings im 4-Stunden-Chart und da spielt der Brexit durchaus noch eine Rolle. Sie sehen diese lange rote Kerze, das ist die Brexit-Nacht. Da gab es die ersten Meldungen, die über den Ticker laufen, dass die Brexit-Befürworter vorne liegen, entgegen den Erwartungen dementsprechend stark die Abverkäufe hier. Und die Handelsspanne dieser 4-Stunden-Kerze läuft oberseitig hier in Rot eingezeichnet 1,1337, Unterseite 1,0912. Dann im Handelsverlauf gab es die nächste Kerze, die grüne hier, Handelsspanne in Blau mit der gestrichelten Linie eingezeichnet bei 1,0936 Unterseite und 1,1190 auf der Oberseite. Und in dieser Handelsspanne, da sind wir jetzt entsprechend unterwegs. Wir haben hier Innenkerze und entscheidend ist jetzt, dass wir per 4-Stunden Schlusskursbasis entweder nach oben oder nach unten nachhaltig und mit Nachdruck durchlaufen, um neue Impulse zu bekommen. Allerdings gilt es hier auf der Oberseite zu berücksichtigen, dass wir die vorlaufende Kerze noch haben, also bei 1,1337. Die uns an der Stelle nochmal entsprechend Schwierigkeiten machen kann. Und es ist zu berücksichtigen aus charttechnischer Sicht, das kann so kommen, das muss nicht so kommen, dass es zu entsprechenden Fehlausbrüchen kommt. Also dass wir beispielsweise erst nach oben einmal rauswischen und dann wieder mit Druck nach unten in die Mitte laufen oder wieder Druck nach unten bekommen. Kommen wir nochmal zur Marke 1,1007. Wir sehen, dass in diesem Bereich wir schon starke Reaktionen bekommen haben. Die Marktteilnehmer waren sich aber noch nicht einig, rutschen wir weiter durch. Ziehen wir erstmal wieder nach oben, auch hier Lunte und Docht auf der Ober- und Unterseite entsprechend stark ausgeprägt. Dementsprechend diese Marke also durchaus relevant. Verschiedene Themen gibt es durchaus in der kommenden Handelswoche, die den Markt dann auch entsprechend stark beeinflussen können. Auf der einen Seite, na klar, die italienischen Banken, das poppt momentan in den Medien immer wieder hoch. Die faulen Kredite, die dann noch zu Buche steht, Frage, die sich momentan der ein oder andere Anleger stellt, ist, werden also die Aktionäre und die Gläubiger der Banken zur Kasse gebeten oder wird das der Steuerzahler mal wieder richten? Und auf der anderen Seite haben wir noch Konjunkturdaten in der kommenden Woche, die durchaus das Marktgeschehen noch beeinflussen können. Mittwoch aus den USA, 20 Uhr, das Beigebuch, Freitag, kleiner Verfallstag, China. Da gibt es dann nochmal Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt zum zweiten Quartal. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres haben wir die Sorgen um die chinesische Volkswirtschaft, die Märkte richtig unter Druck gesetzt. Dann am Freitagnachmittag, da gibt es dann noch Zahlen aus dem US-Einzelhandelsumsatz und aus den USA noch US-Verbraucherpreise und nachmittags dann noch US-Konsumklimadaten von der Uni Michigan. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal ein grusames Wochenende, positiven Start in die neue Handelswoche. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.